Ich habe ja leider in der Folge gesagt, dass ein Pool nicht zum sozialen Gefüge beiträgt, wenn jeder seinen Pool hat und jeder sein Süppchen kocht. Womit ich natürlich auch recht habe, ne? Ich meine, ich gebe mir jetzt mal selber recht. Wenn man natürlich gute Freunde hat, die einen einladen, wenn sie so einen schönen Pool haben, zum Beispiel hier in diesem Etablissement, wo ich mich gerade befinde, und man dann mit zwei Familien zusammen seinen Spaß hat, sind natürlich was anderes. Du kriegst zwar nicht so viel Klatsch und Tratsch mit wie an einem See, aber zusammen ist schon gar nicht mal so schlecht. Zusammen Getränk nehmen, zusammen Musik hören, zusammen die Kinder verprügeln und wenn sie nicht spuren und so, das ist schon. Nein, natürlich nicht. So was machen wir nicht. Ja. Vorhin kam die Frage auch von meinem guten Freund. Guck mal da, Saw 10. Na, wie findest du denn das? Wie soll ich denn das finden? Überleg dir mal einen 10. Teil von einer Serie. Kennt einer Jason oder Freddy versus Jason oder na, wie ist denn das andere? Sag mal, wie ist denn das andere? Der mit der Maske auf hier. Der von. Na, sag mal. Der von dem See hier. Das ist Jason. Das ist Jason. Freitag der Jason Voorhees, 13. Freitag der 13. Ja. Und wie hieß der andere, der mit dieser anderen weißen Maske auf? Scream. Nee, Nightmare? Nee, wo? Nightmare on Elm Street ist Freddy Krüger. Freddy Krüger, genau. Von diesen gab es ja auch 84.000 Folgen, so ungefähr grob abgeschätzt, ne? Und Halloween. Halloween, genau, Halloween, so hieß das. Ja, genau, Halloween hieß das. Oder Alien-Franchise. Mein Kumpel hat damals das war in der 8. Klasse, so ein Diorama machen und hat so eine Science-Fiction-Welt und darauf waren Poster drauf. Alien 5. Nicht schon wieder als Untertitel. Da haben wir noch tierisch drüber gelacht, ne? Weil damals gab es nur Alien 3, dann kam Alien 4, dann kam Alien Covenant. Ne? Vorher kam ja noch Prometheus raus und so weiter. Das Problem ist ja, diese ganze Franchise-Geschichte, die werden ja nicht besser mit der Zeit, die werden ja eher schlechter. Bis es dann zu einem Remake kommt, wo sie dann entweder direkt an den ersten Teil anknüpfen oder nochmal so ein Vor-Ding machen, so ein Prequel oder sowas, die dann wieder geil sind. War, glaube ich, bei Halloween war das so, ne? Ne? Mit Joe, wo denn die Jamie Lee Curtis nochmal mitgespielt hat. Weißt du, aber stell mal vor, du sitzt da und guckst dir die Filme 25 Jahre hintereinander an und denkst dir eigentlich nur noch, so wie Hellraiser oder sowas. Und dann auf einmal kommt so ein richtiger Kracher, der so richtig anschließt, der richtig von einem guten Regisseur gemacht hat und sagt, das macht es wieder wett. Geile Scheiße. Und deshalb ist es auch so, weil er sagte, Saw 10. Ja, könnte ja sein. Stell dir mal vor, Saw 1, Saw 1-0. Könnte ja sein, dass er doch vielleicht an die Geilheit und an das Mysteriöse des ersten Teils rankommt. Und du, wenn du sagst, oh, den Dreck kicke ich mir nicht an, stell dir mal vor, und dann gehst du nicht ins Kino, kickst ihn dir nicht an. Und dann auf einmal kommt dein Kumpel, ich war im Kino. Alter, das Ding ist der Brecher. Und du guckst im Internet auf einmal. Durch Zufall, weil du kriegst ja auch nicht alles mit, der Film, der ist durch die Decke gegangen, weil das war ein Remake sozusagen oder so ein Prequel von dem Originalregisseur und mit irgendwelchen Leuten, die da original mit drin waren und dann der absolute Brecher, weißt du, da kommt dann so diese Feeling von früher, Feeling von früher, das ist gut, kommt dann so rein und du sitzt da und hast sozusagen so ein Flashback. Wie war das mit dem ersten Saw-Film und so? Total krass und total geil und yeah, Baby, ne? Und ja, und dann hast du das verpasst. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre wirklich so. Hast du jetzt die ganzen Saw-Teile nicht hier, hast du gedacht, Alter, ist das ein dämlicher Schwachsinn, ne? So ein Dreck kommt ja nicht ran. Und dann sowas. Naja. Aber egal, man kann ja auch nicht alles im Leben haben. Es ist ja immerhin bloß ein Film. Aber stell dir mal vor, man hätte damals sowas wie Aliens die Rückkehr oder sowas verpasst.
meine, ich durfte den nicht im Kino sehen, aber wenn der im Kino kommt, nochmal irgendwann, dann gucke ich mir den an. So wie Terminator 2 oder sowas. Ich glaube, das ist so zeitlos. Und wenn man die nochmal im Kino gucken kann, dann muss man da hingehen. Also ganz ehrlich. Ja, in diesem Sinne. Was ich damit jetzt eigentlich sagen wollte, weiß ich auch nicht, weil kam so aus der Konversation heraus, ne? Aber egal. Denkt mal drüber nach. Überlegt euch jetzt genau, zu welchen Filmen ihr nicht geht. Ihr könntet ja was verpassen. Nein, Quatsch. Egal. Macht, wie ihr denkt. Zum Wohl. Bis dann.